Boah, da fällt mir total viel zu ein. Unternehmertum, Neugier, Tüftlergeist, inspirierend, Agilität, Power, das sind all die Begriffe, die mir einfallen und die ich so faszinierend finde, wenn ich unsere Leute erlebe, wenn sie das versuchen umzusetzen und damit zu leben und das auch nach außen strahlen zum Kunden und damit Projekte gewinnen und damit Projekte auch abwickeln und in der Regel damit unsere Kunden begeistern. Das ist echt eine coole Nummer. Ich glaube, dass die Cocentric sich dadurch unterscheidet, dass wir unfassbar viel Vertrauen in die Mitarbeiter und auch Führungskräfte haben. Das heißt, jeder, der bei uns anfängt, bekommt erstmal einen Vertrauensvorschuss, in dem er sich bewegen darf, indem er seine Fantasien, seine Motivation, seine Technik, seine Leidenschaft für das Unternehmen und für die Projekte letztendlich ausleben kann. Ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet. Wahnsinnig viel Vertrauensvorschuss an die Mitarbeiter, die für uns tätig sind. Und das, glaube ich, spüren sie jeden Tag. Und das spüren, glaube ich, auch unsere Kunden, wenn unsere Mitarbeiter dann beim Kunden wirken und letztendlich dort sehr erfolgreich Projekte machen. Challenges sehe ich ganzheitlich dort, also dass wir weiterhin, wir haben ein unfassbar tolles Team und das, worauf wir sehr viel Wert legen und das wird auch unser Wachstum letztendlich auch determinieren, dass wir weiterhin so tolle Menschen für uns begeistern, in dieser Organisation Fuß zu fassen und zu leben. Und das ist in der heutigen Zeit unfassbar schwer, gute Leute zu halten und sie für uns zu behalten und auch neue Leute zu gewinnen, dass sie reinpassen ins Unternehmen, dass sie mit der gleichen Leidenschaft für Technik und Kunde letztendlich uns begeistern, aber auch den Kunden begeistern. Und wirklich tolles Personal zu finden und zu halten, ist eines der größten Herausforderungen für ein Unternehmen und für dieses Unternehmen. Und das macht auch Wachstum so anspruchsvoll und schwierig. Denn da legen wir nach wie vor unfassbar viel Wert auf wirklich, ich nehme mal Qualität als Begriff, dass wir wirklich Menschen finden, die dieses Unternehmen lieben, die Technik lieben und das auch verkörpern. Und das ist uns ganz wichtig. Und insofern werden wir nur so schnell wachsen, wie wir wirklich solche Menschen finden und gewinnen können für uns. Ja und nein. Also ehrlich gesagt sage ich nein, denn ich glaube, wir merken mittlerweile alle, dass wir anders sind wie die anderen und das lieben wir auch so sehr. Damit werben wir auch, damit gewinnen wir Leute. Und wenn alle anderen genauso wären, dann hätten wir kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Dann würden die ja nicht zu uns kommen, sondern woanders hingehen. Also insofern ja, sage ich auf der einen Seite, sie müssten das haben, um auch Mitarbeiter zu binden und zu gewinnen. Aber ich bin ganz dankbar, dass die anderen da ein bisschen anders sind und langsamer sind und nicht so agil sind und nicht diese Ausstrahlungskraft haben. Denn das macht uns umso attraktiver und umso einfacher, ich will nicht sagen einfach, aber einfacher gelingt es uns, diese Menschen für uns zu gewinnen. Und das finde ich gut. Viel zu wenig wird kommuniziert. Mein Gefühl ist, durch die Dezentralität des Unternehmens fällt es uns sehr schwer, die Informationen, die wir so transportieren wollen, bis hin zum Mitarbeiter in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt oder wo auch immer zu transportieren. Also die Grundaussage, ich glaube, da haben wir gerade in einem wachsenden Unternehmen das richtige Setup noch gar nicht gefunden. Aber nein, wir machen eben nicht top-down. Ich glaube, wir legen ganz viel Wert darauf, Dinge zu verändern, aber die Mitarbeiter letztendlich dafür zu gewinnen, dass diese Veränderung oder das, was wir tun, letztendlich notwendig ist. Das ist auch eine Herausforderung an die Führungskräfte, denn wir führen nicht durch Anzeige oder Ansage, sondern wir führen Kraft Argument, Kraft Überzeugung, Kraft, ich sag das mal, Überzeugung der Mitarbeiter und der Kunden, dass gewisse Dinge notwendig sind. Und das ist eine besondere Herausforderung an die Kommunikation und das machen wir letztendlich in der Regel über Menschen, an Menschen. Und das ist ein Stück weit unsere Philosophie, das zu tun. Und das fällt halt in der dezentralen Organisation durchaus schwer, das immer bis in die letzten Winkel des Unternehmens auch zu tun. Und da kommt mit Sicherheit ein bisschen auch manchmal nicht so an, wie wir es in Solingen oder wo auch immer losgeschickt haben. Oh, welche Werte werden vorgelebt? Also ich hoffe, ich kann es nicht überall beurteilen, aber ich hoffe ganz viel Fleiß, Verbindlichkeit, Kundenorientierung, Technologie, Verständnis oder nicht nur Verständnis, sondern auch Leidenschaft für Technologie, für Projekte. Das sind so die wichtigsten Dinge, die mir einfallen und wovon ich hoffe, dass es überall auch so gelebt wird. Soziale Kompetenz, soziales Miteinander, das sind die Dinge, glaube ich, die uns ganz auszeichnen, wo wir glauben oder wo wir davon ausgehen, dass die Mitarbeiter, auch die Führungskräfte das verinnerlicht haben und jeden Tag mit allen Poren und allen Muskeln, die sie haben, ein Stück weit in die Organisation, aber auch zum Kunden tragen. Also Personalentwicklung, also man muss andersrum erklären. Zunächst einmal funktioniert die ganze Organisation richtigerweise auf ganz viel Selbstorganisation. Das ist das, was ich eben auch mit Vertrauen sagte. Wir vertrauen erstmal darauf, dass die Mitarbeiter wissen, was für sie gut ist und wie sie sich weiterentwickeln. Dafür haben sie grundsätzlich 20% ihrer Arbeitszeit in dieser Form der Selbstorganisation zur Verfügung, um auch selber zu organisieren, wie sie sich insbesondere technologisch und methodisch immer wieder hinterfragen
und immer wieder neue Dinge lernen. Das Zweite ist, und das ist das, was wir noch zu wenig haben, ergänzend zu dem, was ich gerade gesagt habe, ein Stück weit, ich sage das mal, Aus- und Weiterbildung auch institutionalisiert voranzutreiben oder anzubieten. Das heißt, ein Blumenstrauß von Weiterbildungsmöglichkeiten, ob sie persönlich sind, ob sie vertrieblich sind, anzubieten und den Mitarbeitern zusätzlich und ergänzend dazu ein Stück was zu geben, wo sie sich dann auch letztendlich dann orientieren können, das Passende für sie finden und ein Stück weit dann auch da rein investieren und sich weiterentwickeln. Ein absolutes Ja. Ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet. Nicht nur die Mitarbeiter, und dazu zähle ich mich, glaube ich, auch. Ich bin auch Mitarbeiter dieses Unternehmens, ja. Und ich glaube, die soziale Kompetenz, die wir alle miteinander haben, ist schon ziemlich einzigartig und brillant. Ja, und wir haben alles Helfer. Ich glaube, von der Grundnatur, wenn ich einen Konzentriker beschreiben würde, ist der Helfer. Helfer für den Kunden, Helfer für den Kollegen. Und wenn man einen Kollegen hier um Hilfe bittet, egal für was, ob es technologische Fragestellungen sind, im Sinne von, helfen mal weiter, um technologisch irgendwas zu entwickeln, bis hin zu, kannst du mir beim Umzug helfen? Ich glaube, das sind alles Dinge, wo keiner bei uns Nein sagt und wo alle im Prinzip immer sehr viel Spaß haben am Helfen, Kollege oder Kunde. Ja, ich glaube, das machen wir alle sehr gerne. Ich finde, Cozentric ist, ich habe mehrere Arbeitgeber gesehen und darf jetzt hier arbeiten, ist extrem familienfreundlich. Ich glaube, wir sind eine große Familie. Das ist, glaube ich, die Grundgenetik in dieser Organisation, auch wenn wir dezentral sind. Wir lieben Kinder. Ich glaube, wir lieben Menschen, damit lieben wir auch Kinder. Und ich glaube, wir haben einen Rahmen gesetzt, wo Familien, Väter mit Vaterschaftsurlaub, Mütter mit, ich sag mal, wir haben Sofas aufgestellt für schwangere Mütter oder werdende Mütter letztendlich, um da die Schwangerschaft zu begleiten. Wir können von zu Hause arbeiten, wir können Teilzeit arbeiten. Also ich glaube, wir haben da ganz viel, also erstmal kulturell, glaube ich, dazu bieten, im Sinne von Verständnis für die jeweilige Lebenssituation. Aber ich glaube, wir haben auch einen Rahmen gesetzt, wo man wirklich sehr gut Familie und Beruf miteinander vereinbaren kann. Rituale und Bräuche. Ja, es gibt einen Brauch, der ist wirklich witzig. Ich durfte das erleben im Rahmen einer Einarbeitung, wo ich alle Niederlassungen besuchen durfte. Und ein Ritual oder Brauch, der total identisch ist, um 12, von 12 bis 1 geht nichts. Ist dann so wie so eine Behörde. Da wird einfach gegessen und getrunken, auch sehr gerne zusammen. Ich glaube, da geht keiner ans Telefon, da wird keine E-Mail beantwortet gefühlt. Und das ist wirklich ein Ritual, egal an welchem Standort, um 12 Uhr ist da erstmal Pause. Alle rennen zur Futteraufnahme und kommen dann irgendwann zwischen 12:30 und 1 wieder. Und das ist irgendwie, egal ob es Berlin ist oder Karlsruhe oder Frankfurt, das ist gesetzt.